meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Kickbox-Fans all over the world. It's time for the main fight for tonight's evening. Willkommen zum Hauptkampf des heutigen Abends. Die WKU-Weltmeisterschaft im Mittelgewicht bis 60 Kilogramm der Frauen. Und ich rufe in den Ring die Herausforderin aus Alberta, Canada. I call to the ring from Alberta, Canada, Jessica Thumper! Jessica Thumper Gladstone. Es ist Zeit für die Weltmeister. Ich rufe in den Ring aus München Marie Lang. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Offiziellen dieses Weltmeisterschaftskampfes. Supervisor, WKU-Weltpräsident Klaus Nonnemacher, technischer Leiter Tommy Stöckert, Ringarzt Dr. Peter Nellis und Dr. Gudrun Püker und die Punktrichter Ertegin Aslan aus der Türkei, Chris Legien aus Polen sowie Henri Chalet aus Frankreich, der Mann im Ring aus Serbien, Goran Filipovic. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, it's time to fight! Die Kämpferin in der roten Ecke ist 34 Jahre alt, 1,72 Meter groß,
59,5 Kilogramm schwer. Ihre Kampfbilanz: 28 Kämpfe, 24 Siege, ein Unentschieden bei 8 Knockouts. In der Ecke der Trainer Arthur Nowatzki und David Popien. Meine Damen und Herren, from Alberta, Canada, Jessica Thumper Gladstone. Ihre Gegnerin in der blauen Ecke ist 30 Jahre alt, 1,76 Meter groß, 59,1 Kilogramm schwer. Ihre Kampfbilanz: 30 Kämpfe, 30 Siege, 9 davon durch Knockout. Sie ist die WKU-Weltmeisterin. Tritt an für das Kampfsportzentrum Steko in ihrer Ecke. Die Ex-Weltmeister im Laden und Pavlica Steko, Zvonko Josipovic und Cutman, Thilo Kuttler. Meine Damen und Herren, aus München, Marie! Der Kampf ist angesetzt auf 10x2 Minuten. 10 Rounds of Kickboxing. Die Kämpferin somit to the fighters, to the middle. Ich bin bei Fiesmann. Stop the stop, break the back and fight, okay? Clean, fair fight. Shake hands. Good luck. Judge! 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 Judge. Die Kämpferinnen sind bereit. So, let the fights begin. Jessica Gladstone ist also die nächste, die Marie Lang den WKU-WM-Gürtel streitig machen möchte. Diesmal bis 60 Kilogramm. Round number one. Bislang haben sich alle auch noch so hoch gehandelten Mädels eine blutige Nase geholt. Zuletzt Pernille Schioning, immerhin WKF-Europameisterin, die starke Niederländerin Rachida Buhut oder auch die Engländerin Claire Clemens, amtierende Muay Thai-Weltmeisterin. 10 Runden nach 2 Minuten. Low Kick. Und Marie Lang gleich hier mit ihrer stärksten Waffe. Die linke Schlaghand, die schon so vielen ihrer Gegnerinnen Probleme bereitet hat. Auch die Jessica Gladstone kommt aus dem Muay Thai. Hat harte Kicks. Das kann man hier schon in der ersten Runde sehen. Also das Mädel in Blau. Wieder aggressiv zur Sache. Versucht sie damit, die Kicks lang vom Leib zu halten. Muss aufpassen, dass sie ihr Knie nicht einsetzt, die Jessica Gladstone. Gut abgeblockt, ja. Diesen rechten Kick nochmal unschön. Durchgezogen, die linke. Nochmal die linke. Zack. Beide hochkonzentriert hier. Also sehr gefährlich mit den Beinen Jessica Gladstone. War sie etwas zu weit weg, die Marie Lang hier für die Linke, und ausgeglichene Runde 1. Lisa? Mein Vater. Jeans. Hey, ich bin Tom. Seit jeher wird jeder Radeberger Liebhaber nach dem gleichen Verfahren hergestellt. Mindestens 16 Jahre muss er reifen und dabei seinen eigenen, unverkennbaren Geschmack entfalten. Und erst nach einer strengen Qualitätskontrolle kann er einem Radeberger serviert werden. Irgendwann ist man bereit für Radeberger. Radeberger, das Pilsner. Hier ein Blick in die Ecke von Jessica Gladstone mit Trainer Arthur Nowacki. Runde 2, Round 2. David Takian.
Und Ladensteko hat Marin Lang mit auf den Weg gegeben, häufiger noch mit der Führungshand zu arbeiten, die Gegnerin dadurch mehr noch zu stören, um dann die Linke besser vorbereiten zu können. Na, Frontkick. Immer wieder auf den Oberschenkel von Marin Lang. Naja, das Wucht dahinter. Interessante Konstellation. Marin Lang musste 2,5 Kilo abtrainieren, um hier bis 60 Kilo antreten zu können. Den WM-Gürtel hat sie auch noch gehabt. Und die Jessica Gladstone, die ist 2 Gewichtsklassen nach oben, war sogar beim Wiegen dann zu schwer. Ihr Koffer ist nicht angekommen gestern und da musste sie sich von Marin Lang auch noch den Schwitzanzug ausleihen, um die Funde da in der Sauna wegschwitzen zu können. Also, kommt alles vor, aber nicht passiert, da rutscht sie weg. Ja, ist ganz gut eingestellt auf die Kicks, die Marin Lang. Fängt da viel jetzt mit dem Unterarm ab. Naja, aber die verkauft sich teuer. Jessica Gladstone, das ist ja eine beeindruckende Leistung. Körpertreffer. Na, Kombination war mal gut. Da war der Kick, aber der linke Haken ging dann doch weit vorbei. Wieder gut abgeblockt. Das hat sie jetzt drauf, die Marin Lang. Aber sie muss noch etwas aktiver werden. Kopfschmerzen? Keiner ist schneller als Dolomin Extra dank Wirkbeschleuniger Lysin. Auch deshalb hat Dolomin 96% zufriedene Verwender. Vertrauen auch Sie, Dolomin Extra. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Egal welche Geschäftsidee Sie haben, sichern Sie sich Ihre Internetadresse, bevor es ein anderer tut. 1&1 sucht die perfekte Domain für Sie, schon ab 0 Euro. Und bietet alles, was dazugehört. 1&1.de VHV präsentiert. Ups. Ach, Ämchen, weißt du, was die Karre wert ist? Ja, jetzt nicht mal so viel. Autoversicherung ab 4,80 Euro. VHV-Versicherungen. Take it down, please. Runde 3, Round 3. Dritte Runde. Und sofort mal wieder dieser kräftige Roundhouse-Kick da zum Körper. Die hält da ganz schön dagegen, die Jessica Gladstone. Stopp! Na, festhalten und hauen, das ist natürlich nicht erlaubt. Goran Filipovic, einer der erfahrensten Ringrichter, hat die Sache ja perfekt im Griff. Ja, Frontkick von Marin Lang. Ja, muss sie häufiger einsetzen, um sich diese Gladstone da vom Leib zu halten. Ja, aber Lang. Doch beeindruckt von dem flotten Beginn von Gladstone. Wird ja Samba genannt, Spitzname. Gibt es einige Übersetzungsmöglichkeiten. Am besten will mal das Mordsding. Und entsprechend tritt sie auf. Wieder die rechte drin jetzt von Gladstone. Macht das ausgezeichnet. Yeah.
Deckung stimmt bei Marie Lang, aber sie hat sich noch nicht so richtig, was die Distanz angeht, auf ihre Gegnerin eingestellt. Da ist doch einiges zu kurz. Da war mal die Linke drin, ja, aber die dritte Runde kann man durchaus auch dem Mädel aus Kanada geben. Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit. Unbegrenzt Filme und Serien. Jetzt einen Monat kostenlos testen. Maxdome. Zeit für Ihren Kaffeemoment. Italienischer Espresso. Oder perfekter Cappuccino. Dank Latte Crema Milchsystem. Mit De'Longhi genießen Sie Kaffeespezialitäten, als wären Sie in Italien. Italienische Momente auf Knopfdruck. De'Longhi. Runde 4, Round 4. Also, Mladen Stegor hat ja gesagt, du musst näher an sie ran. Du bist bei vielen Aktionen noch zu weit weg, um sie da härter treffen zu können mit deiner Schlaghand, so wie jetzt hier der Versuch auf der Innenbahn durchzukommen. Schön ausgewichen, jawohl. Stop! Ja, aber diese Jessica Gladstone, die kann nicht nur gut treten, sondern die ist boxerisch auch nicht gerade unterbemittelt. Knallt sie die Rechte vorbei. Sie entscheidet sich immer wieder, diesen Roundhouse-Kick da oberhalb anzusetzen. Ja, sie ist die Aktivere. Bislang sehr guter Kampf, interessanter Kampf. Da die Linke wieder etwas zu ungenau, ist da an der Wange vorbeigeschrammt von Gladstone. Jetzt mal auch ein guter Kick von Lang und sofort setzt sie nach. Und weg. Jawohl, gut weggetaucht da unter der Rechten von Gladstone. Und das muss sie ausnutzen, wenn die vorbeiknallt, dann muss sie eigentlich nach vorne und muss hier ihre Linke bringen. Wieder zu weit weggestanden, also, da muss sie näher ran. Mladen Stegor hat es gesagt. Und jetzt geht sie runter, aber weggerutscht. Filipovic hat das gesehen. Bei der Amazon Cyber Monday Woche stapeln sich ab Montag die Angebote. Mit tollen Deals aus allen Kategorien. Und für Millionen von Artikeln ist die Lieferung kostenlos. Good Times. Egal, wo Sie gerade sind. Die Amazon Cyber Monday Woche. Der meistgekaufte SUV der Welt, der Honda CR-V. Jetzt auch als Lifestyle Plus mit vielen Extras. Second down. Runde 5, Round 5. So, nach der Runde ist Halbzeit in diesem Weltmeisterschaftskampf für 60 Kilogramm Mittelgewicht. Und so richtig rollt es bei Marie Lang noch nicht. Fängt hier die Rechte. Stop! Stop! First one. First one. Fight! Da gibt es eine Ermahnung für Jessica Gladstone, weil sie geschoben hat. Und dann die Attacke gebracht hat. Die ist bärenstark.
Die muss häufiger auch kicken, die Marie Lang. Und darf der Gladstone nicht die Initiative überlassen? Er ist schön abgefangen. Da stand sie mal genau richtig, Halbdistanz. Und da knallt sie ihr die linke an den Kopf. Aber die Gladstone, die ist gut eingestellt auf Marie Lang. Das kann man jetzt hier nach 5 Runden durchaus sagen. Weiß genau, wo ist die starke Waffe, die rechte. Die macht ihr zu schaffen. Nochmal die rechte wieder drin, Innenbahn zumachen. Hat da zu tun, Marie Lang. Meine Herren, hat sie sich vielleicht ein bisschen anders vorgestellt, aber die ist aggressiv, die ist stark. Und die will. Ja, und jetzt nochmal schön zwei reingedrückt und nochmal eine. Da mal noch ein guter Stoß hier in den letzten 10 Sekunden. Sie muss für Respekt sorgen, Marie Lang. Schatz, kannst du meine Mama anrufen? Vic Medi-Night. Deutschlands Nummer 1 Erkältungssirup. Lindert 6 Erkältungssymptome, während sie schlafen, wie ein Baby. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Unbegrenzt Filme und Serien. Jetzt einen Monat kostenlos testen. Maxdome. Deutschland feiert das meistgekaufte Anti-Schuppen-Shampoo Head & Shoulders Classic Clean. Von Stiftung Warentest mit gut bewertet. Bis zu 100% schuppenfreies Haar. Head & Shoulders Classic Clean. Das meistgekaufte Anti-Schuppen-Shampoo mit gut bewertet von Stiftung Warentest. Seconds out. Also bleibt Steko. Weil er jetzt nochmal mit auf den Weg kommt, fängt eigentlich an zu arbeiten. Das hat sie in den letzten 10 Sekunden gezeigt, als sie selber initiativ wurde, als sie selber versucht hat, hier die Aktion zu setzen. Ihre Taktik da entsprechend anzubringen. Und da hat es dann gleich 3-4 Mal gefunkt am Kopf von Jessica Gladstone. Gut abgeblockt. Ja, diese Kicks auf dem Innenschenkel, die tun weh. Und jetzt dranbleiben. Box ist besser. Schön die linke reingebracht. Nochmal die linke. Und die Gladstone versucht zwar mit Frontkicks jetzt erstmal. Aber die hält dagegen. Eisernes Mädchen. Linke. So, jetzt kommt da langsam Schwung in die Bude. Marie Lang. So, jetzt ist sie es, die den Kampf bestimmt, dann sieht sie auch gleich viel besser aus. Gut abgeblockt, nochmal abgeblockt und die linke rein, genau. Sehr gut, jetzt treibt sie jetzt schon vor sich her. Na, aber habe ich das Knie dabei? Toller Kampf. Also bislang auch der anspruchsvollste, den Marie Lang da bestreiten musste in ihrer Karriere. 2015 wurde sie ja Weltmeisterin gegen Monika Babic aus Kroatien. Bis 62,5 Kilogramm. Und seither hat sie alles gewonnen, was sie ihr da in den Weg gestellt hat. Gute Runde wieder, umkämpfte Runde. Das größte Wow aller Zeiten. Megadaten zum Megapreis. Ab sofort mehr Highspeed-Datenvolumen in den neuen O2-Free Smartphone-Tarifen. Zum Beispiel O2-Free M mit 10 GB pro Monat für nur 29,99. Passend dazu das neue Huawei Mate 10 Lite. Für nur einmalig 1 Euro. Die perfekte Aussicht habe ich jetzt auch bei der Partnersuche. Ich Parship jetzt. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Das machen Männer, um jedes Haar zu erwischen. Das machen wir.
Der Gillette ProGlide mit revolutionärer Flexball-Technologie. Für maximalen Kontakt selbst an schwierigen Stellen. Erwischt praktisch jedes Haar. Flexball für den Gillette ProGlide. Gillette für das Beste im Mann. Seconds out. Runde 7, Round 7. Siebte Runde. Dr. Christine Theiss sitzt neben mir und punktet hier mit und hat Marianne gerade mal ein Pünktchen vorne. Gut, jetzt zweimal. Erst die linke, dann die rechte. Ist in hohes Tempo gegangen, die Jessica Gladstone. Von Anfang an hat sie Druck gemacht. Und vielleicht hat sich ja Marie Lang hier die Kräfte etwas besser eingeteilt. Also sie kommt jetzt hier ab der fünften Runde doch häufiger zu guten Abschlüssen. Alles enge Runden, alles knappe Runden. Bin mal gespannt, wie die Punktrichter das danach sehen werden. Aber Jessica Gladstone hat ja auch viele Erfolge schon gefeiert. Ist die Nummer 1 der WKU. Weltrangliste, nordamerikanische Meisterin, IKF World Class Tournament Champion. IKF steht für International Karate Federation. Schön die Linke wieder da verbraten. Ja, da muss ich zeigen, was in ihr steckt, die Marie Lang gegen diese Jessica Gladstone. Die nimmt man nicht so im Vorbeigehen mit. Aber sie hat ja inzwischen gelernt, hier hart dagegen zu halten. Wenn man sie noch vor Jahren gesehen hat, als sie jetzt in dem Steg und Boxball kam. Da war es genau das, was ihr gefehlt hat, aber sie kann beißen jetzt. Sie kann kämpfen, sie kann fighten. Sie setzt nach, das macht sie gut. Beschäftigt jetzt die Gladstone. Letzten 10 Sekunden. Schön ausgewichen nochmal. Gute Runde für Marie Lang. Oh, du bist meine Rettung. Hast du Nasenspray und Nasensalbe bekommen? Klar, hier, von Ratiopharm. Und die Salbe? Das ist 2 in 1. Nasenspray, das befreit und pflegt. 2 in 1 Nasenduo Ratiopharm. Befreit die Nase und pflegt die Schleimhaut. Ratiopharm. Gute Preise, gute Besserung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Sunmaker, dein Wettportal. Nur bei Sunmaker kassierst du 15 Euro gratis und bis zu 200 Euro Bonus. Für dein Spiel, deine Wette, dein Sunmaker. Jetzt wetten bei Sunmaker, dein Wettportal. Unbegrenzt Filme und Serien. Jetzt einen Monat kostenlos testen. Maxdome. Okay. Also im Laden hat gesagt, es ist alles gut, aber du kannst mehr, Mädel, dann zeig es auch. Jessica Gladstone ist auch Glory-Kämpferin. Glory, eine der bekanntesten Kickbox-Tournaments, wenn nicht das bekannteste überhaupt. Gewann im vergangenen Jahr auf dem Weg zum Championship-Finale gegen Daniela Graf aus Karlsruhe. Unterlag dann anschließend der späteren Weltmeisterin Tiffany van Soest. Soest ist ja ein Superstar in den USA. Linke zum Kopf. Jawohl, jetzt setzt sie das um, was sie kann. Steht auch, was die Distanz angeht, ist genau richtig. Kick, jetzt kommen die Dinger. Okay, hat sie lange gebraucht, aber schön. Da kriegt sie um den Hals, dann hat sie gespürt, die Gladstone. Und jetzt setzt sie nach. Zack, die rechte drin. Wunderbar macht sie das jetzt. Ja. Hat ein Eckchen gebraucht, aber jetzt hat sie sich blendend auf Gladstone eingestellt und der fällt nicht mehr allzu viel ein. Sie muss jetzt wieder mit Kicks sich da Respekt zu verschaffen, aber auf die hat sich eingestellt, die Lang jetzt. Und dranbleiben, Distanz kurz machen, oben dann die linke reinfriemeln. 8. Runde, dann kommen noch 2 Runden in einem
wie ich finde, hochklassigen Frauen-Kickbox-Kampf. Letzter, ist ja schon Profi seit 2003, hat dann allerdings eine 6-jährige Pause eingelegt. Kam dann zurück, da nochmal 2 Jahre Pause. Und sie ist stark. Es ist schwer, zu Hause genauso Zähne zu putzen, wie es meine Zahnärztin empfiehlt. Aber sie sagt, es geht. Hiermit. Experte werden mit der Oral-B Genius, dem aktuellen Sieger bei Stiftung Warentest. Die Genius zeigt Ihnen sofort, ob Sie lange genug und mit dem richtigen Druck putzen und keinen Bereich vergessen. So sauber. Die Genius ist Oral-Bs neuester und damit 10. Sieger bei Stiftung Warentest. Entscheiden Sie sich jetzt für den Sieger und sparen Sie 30 Euro. Oral-B, Zähne putzen wie ein Zahnarzt. Sunmaker, dein Wettportal. Nur bei Sunmaker kassierst du 15 Euro gratis und bis zu 200 Euro Bonus. Für dein Spiel, deine Wette, dein Sunmaker. Einfach, sicher und überall. Jetzt wetten bei Sunmaker, dein Wettportal. 3 Runden. Runde 9, Round Number 9. Noch 2 Runden. Hat er schon mal gegen eine deutsche Kämpferin verloren, die Jessica Gladstone. 2011 war das gegen die Hamburgerin Miriam Uslu. Uslu selbst mehrfache Welten- und Europameisterin im Thai-Boxen. Jetzt war die Rechte mal wieder gut getimt da von Gladstone. Ja, die muss konzentriert bleiben, die darf da keine Sekunde nachlassen, die Marilyn. Dazu ist sie zu gefährlich. Aber wenn man jetzt eintönig, immer dieser Kick mit dem rechten Bein, dann müssen sie auch mal variieren. Opa von Marilac schon feuerrot, aber die blockt da alles wunderbar ab. Jawohl, sehr gut. Ist ja auch Modeschöpferin Marilac. Nächste Woche kommt bei Otto ihre eigene Linie. Und ja, ist Royal 30, hat sich alles selbst entworfen. Also die ist viel unterwegs. Gut geblockt, jawohl, jetzt hat sie es. Und nochmal der Kick da auf den Innenschenkel von Gladstone. Rechte drinne. Und dann wieder die linke einstreuen. Zweimal rechts, einmal links. Also bei der 36-jährigen Jessica Gladstone merkt man jetzt doch, dass sie kräftemäßig abbaut nach diesen ersten 5 Runden, der sie fulminant da gestartet ist. Amy Sedaris hier, Wäscheexpertin. Ich bringe Ihnen die einzigartige Frische der neuen Lenore Unstoppables. Geben Sie diese fabelhaften Duftperlen einfach in die Kappe. Fügen Sie sie vor jedem Waschgang hinzu und Sie werden Ihre Wäsche mit einem faszinierenden Duft umhüllen, der lange anhält. Bis zu 12 Wochen, das Unstoppable Wäscheparfüm. Sunmaker, dein Wettportal. Nur bei Sunmaker kassierst du 15 Euro gratis und bis zu 200 Euro Bonus. Für dein Spiel, deine Wette. Dein Sunmaker. Jetzt wetten. Bei Sunmaker. Dein Wettportal. Der Braun Series 9 mit AutoSense-Technologie. Für die effizienteste Rasur der Welt. Der Testsieger bei Stiftung Warentest. Series 9 von Braun. Second out. Was willst du hier? Ja, dann gib mir alles, okay? Ringfrei. Zur 10. und letzten Runde. Final. Ja, nochmal zum Aufwachen für die letzte Runde hat sie Bladensteger nochmal heiß gemacht mit in der Ecke bei Marilyn. Zvonko Josipovic und Tilo Kuttler. So, jetzt wird natürlich die Deutsche nochmal alles auspacken. Schöner Kick erstmal zum Kopf der Kanadierin. Second warning. No hold. Fight.
der Mund ist weit offen. Jessica Gladstone, also die braucht jetzt schon ziemlich viel Luft. Und konditionell ist sie lang, ja, kaum zu toppen. Tatjana auch abtrainiert, sie noch beweglicher geworden, macht sie jetzt sehr gut. Aber muss, wenn sie so ausweicht, noch mal nach vorne gehen, vielleicht einen Gegenangriff starten. Ja, die kickt immer nur mit dem rechten Bein. Da hat sich die Mariland gut darauf eingestellt. Die variiert da nicht. Jetzt ist auch Gladstone zu kurz. Ja, schaut der Filipovic nochmal der Gladstone in die Augen, sagt Mädel. Wir wollen ja nicht noch hier in der letzten Runde eine Verwarnung riskieren. Rutscht sie aus, keine Schlagwirkung. Noch 42 Sekunden. Ja, ist ein bisschen zu simpel. Immer die gleichen Aktionen. Rechter Kick und dann der Versuch, da oben auch mit dem Handschuh da zum Erfolg zu kommen. Aber da kann sie jetzt die Marie Lang nicht mehr groß beeindrucken. Nochmal die letzten Sekunden. Da geht es nochmal richtig zur Sache hier. Zack. Kick. Und dann nochmal die linke von Marie Lang. Da nehmen sie jetzt in die Arme. Schöner Kampf, toller Kampf, interessanter Kampf. Und vor allen Dingen, muss man mal sagen, diese Jessica Gladstone, die hat in der ersten Kampfeshälfte der Weltmeisterin hier arg zu schaffen gemacht. Ab Runde 5, 6 kam dann Marie Lang immer stärker und hat die Runden für sich entschieden. Aber das war ein hartes Stückchen Arbeit. Jetzt warten wir mal ab, was die Punktrichter hier gesehen haben. Erdekin Aslan aus der Türkei, Chris Legin aus Polen und Henri Charlet aus Frankreich natürlich. Zeitnehmer auch Rochus Mager und im Gong, da sitzt Günter Buchholz. Supervisor, den werden wir gleich sehen. Klaus Nonnemacher. Hat sie echt ganz stark gemacht, die Jessica Gladstone, das Samba, das Mordsding. Wurde auf einer Ranch in der Nähe von Calgary groß und ein Rodeo-Reiter hat die da mal überredet, mach doch mal ein bisschen Fitness-Sport mit mir. Ich gehe zum Boxen, komm mal mit. Das war 2000 und also auch schon wieder 18 Jahre her. Und dann hat es geschnackelt und sie blieb beim Boxsport. Vom Beruf ist sie Physiotherapeutin. Intelligentes, nettes Mädel, Jessica Gladstone. Chrissy Theiss hat Marie Lang nach Punkten vorne. Jetzt werden die Punktezettel da erstmal ausgewertet. Dauert immer eine gewisse Zeit, dass auch alles korrekt eingetragen ist. Meine Herren, hat sie hier guten Kampf abgeliefert. War eine andere Nummer als Pernil Schioning zuletzt. Da musste die Marie Lang nicht ihr ganzes Können abrufen, um den Kampf zu gewinnen. Aber das war heute hier ganz anders. Aus Lemgo stammt sie, die Marie Lang. Er wohnt aber jetzt schon ein paar Jahre in München. Früher hat sie mal Probleme gehabt, was die Kondition anging. Da hat sie hinten raus immer ein bisschen nachgelassen. In den Runden 7 bis 10, die Tage sind vorbei. Eisenhartes Training. Und da gibt es kein Vertun bei den Stekos. Da, wenn du da Weltmeister bist, dann musst du ran. Gibt es kein Verschnaufen. Mit dem Dennis, der Lebenspartner von Marie Lang, der ist immer am aufgeregtesten von allen in der Halle. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Urteilsverkündung. Erdekin Aslan wertete 99 zu 96.
Ergin Aslan scored 99-96. Chris Legien wertete 99-96. Chris Legien scored again 99-96. And Henri Chalet scored 98-94. Henri Chalet wertete 98-94. Und damit alte und neue Weltmeisterin nach WKU im Mittelgewicht mit 60 Kilogramm aus München, Marie Lang. Also gar nicht mal so eine klare Angelegenheit, aber sind ja schon gedacht. 3 Punkte und 4 Punkte, ja, die Buchrufe, die sind jetzt wirklich fehl am Platz. Die hat toll gekämpft, Jessica Gletzer. Und wie gesagt, die ersten 5 Runden, da waren, hat sie 2 gewonnen für mich oder auch 3. Und gab es auch eine Unentschieden, aber dann in der zweiten Kampfhälfte, da hat Marie Lang dann doch das Zepter übernommen. Klaus Nonnemacher, selbst 6-facher Weltmeister in den verschiedensten Kampfsportarten von Taekwondo, Karate, Kickboxen. Ist jetzt mittlerweile der WKU-Weltpräsident, überreicht den Gürtel an Marie Lang. Da gibt es dann auch noch einen Kranz dazu. Und jetzt kommen sie alle nochmal fürs Gruppenfoto. Auch Jessica Gladstone, die hier wirklich teuer, teuer verkauft hat. So, jetzt kommt mal der Kranz oben drauf. Na, da kannst du wieder lachen. Aber sie weiß, dass sie hier an ihre Grenze gehen musste, die Marie Lang, um den Kampf zu gewinnen. Matthias Killing. Matthias, vielen herzlichen Dank. Unser Kommentator sagt gerade, Marie Lang musste an ihre Grenze gehen heute, um diesen Kampf zu gewinnen. Marie, wie war es aus Ihrer Sicht? Ja, erstmal ganz kurz danke an mein Team, Team Steko, für die Vorbereitung. Ihr seid super. Danke an meinen Hauptsponsor Jalousie Scout, an AIL Leasing in München und an Lilith. Und ja, es war ein harter, sehr harter Fight. Thank you, Jessica. Ich bin nicht zufrieden diesmal, aber ja, ich versuche mich jedes Mal zu verbessern. Ich konnte diesmal nicht das umsetzen, was ich wollte, habe zu viel geboxt, zu wenig gekickt. Ja, ich kann es jetzt nicht mehr ändern, aber der Gürtel ist in München, das freut mich natürlich. Das freut uns natürlich auch und der Gürtel bleibt in München, der Gürtel bleibt in Deutschland. Aber Marie, Sie analysieren das gerade schon in genau die richtige Richtung, weil wir unten auch gesessen haben und gedacht haben, warum kickt sie so wenig? Als wir aber das Gefühl haben, sie konzentriert sich noch mehr aufs Boxen, so ab Runde 5, 6, hatten sie es auch einmal im Griff. Ja klar, ich habe natürlich versucht, mehr in die Nahdistanz zu gehen wegen ihren Kicks, die sehr gut waren und habe natürlich gemerkt, dass sie im Infight nicht so gut klarkam und nicht mehr mit den Kicks durch und ja, ist halt wieder sehr boxlasterisch geworden, aber naja. Sie lächelt am Schluss und das soll auch genauso sein. Programm für heute ist klar, es wird wahrscheinlich jetzt ausgeruht im Kreise der Familie, schön entspannt. Ich habe aber gehört, Marie, Sie haben morgen noch was sehr Schönes vor. Ja, das freut dich natürlich auch. Als Schalke-Fan werde ich noch ins Stadion gehen. Moment, Freunde. Eine Weltmeisterin wird in dieser Halle nicht ausgebuht. Auch wenn sie Fan vom geilsten Verein der Welt ist. Ja? So viel will ich schon mal ganz kurz sagen. Also morgen 3 Punkte gegen den HSV. Ich weiß, der Freund, auch glühender Fan. Genießt es einfach. Heute hat es uns Spaß gemacht zuzugucken, weil es ein hochinteressanter Boxkampf war. Und Glückwunsch zum Titel, zur Verteidigung. Weiter ungeschlagen. Marie Lang, jetzt gibt es aber nochmal einen lauten Applaus hier in der Halle. Auf geht's in Düsseldorf. Vielen herzlichen Dank. Und dann gehen wir einfach mal ganz kurz hier rüber zu Jessica Gladstone. Jess, thanks a lot. I think about the tough fight today. Ich glaube, es war ein sehr harter Kampf. Yeah, it was a really good fight. Thank you. Honored to be here in Germany again. Thank you so much for inviting me here. Marie was a great opponent. Unfortunately, didn't get the win, didn't get to take the belt home, but you know what, maybe it'll happen again sometime and she can come to my country and we'll turn it around maybe, hey? Also das ist doch mal eine Einladung, ja? Also mehr oder weniger der Rückkampf wäre schön, das Ganze mal in Kanada zu machen. So bietet sie es gerade hier an, aber natürlich großes Lob, nicht nur fürs Publikum hier in Deutschland, sondern eben auch natürlich
ein großes Lob für die Gegnerin, die heute stärker war als sie, sagt Jessica Gladstone an einem Tag, der für die Gegnerin, für sie, Jessica, ein besonderer Tag ist. I think it's a very special day. Happy birthday. Es ist nicht mehr viel, aber alles, alles Liebe, alles Gute. Happy birthday. This is your flowers. And it was an honor for us to have you in Germany. It's a pleasure. Thanks a lot. Also, ein herzliches Dankeschön an Jessica Gladstone, die heute ihren Geburtstag feiert. Freunde, das muss man sich überlegen. Chrissy, ich sag mal so, das Geburtstagsgeschenk hätte noch härter ausfallen können, aber Marie analysiert das ganz treffend, glaube ich.